oft wird irgendwie alles E-Learning genannt, weil ja auch alles E-Learning ist, vom Video bis hin zur PowerPoint-Präsentation und dergleichen. Aber dadurch gibt es sehr, sehr viel, sage ich mal, Missverständnis in der Branche. Und aus diesem Grund möchte ich in diesem Video heute hier ein bisschen, sage ich mal, Klarheit verschaffen. Hallo, mein Name ist Andreas Rienhofer und ich bin Geschäftsführer der Firma Innovativ. Wir betreiben die E-Learning-Plattform Spedifort, E-Learning für Speditionen. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich noch unsere Spedition des Tages hervorheben. Wie schon erklärt in den vorigen Videos, wir lassen einmal am Tag quasi eine Spedition, die auf Social Media vertreten ist, hochleben. Und je nachdem, wie wir halt auf die aufmerksam werden, egal ob auf Instagram, Facebook oder YouTube, wenn jemand bei uns einen Kommentar hinterlässt, ein gefällt mir und dergleichen, dann werden wir logischerweise darauf aufmerksam. Wir sehen uns die Spedition an und wenn sie in Erinnerung bleibt, dann gibt es quasi hier einen Shoutout an die Spedition des Tages. In diesem Fall ist es die Spedition RSH Transporte, die leider noch kein Spedifort-Kunde sind, aber vor allem dieser LKW, dieser MAN-LKW im Hulk-Design ist uns da sehr stark aufgefallen. Ich finde das sehr, sehr top, aber seht selbst in dem Video. So, in dem heutigen YouTube-Video Formen des E-Learnings wollen wir mit viel quasi mal aufräumen. Natürlich kann man das Ganze auch auf Wikipedia, wenn man E-Learning eingibt, nachlesen, aber vor allem auch in Kundengesprächen oder in Anfragen oder auch wenn man spricht mit Präsenzschulungsanbietern, gibt es da oft, sage ich mal, Diskrepanzen oder sowas, oder wo man halt über verschiedene Begriffe unterschiedlich die interpretiert und dergleichen. Und deswegen hier mal ein paar Begriffe, die ich hier klarstellen will. Also grundsätzlich, E-Learning ist elektronisches Lernen vom YouTube-Video bis hin zur PowerPoint-Präsentation bis zum virtuellen Klassenzimmer oder zum Web-Based-Training, alles ist E-Learning. Was immer hier ist, ist auch nichts Neues, gibt es seit Jahrzehnten schon, auch im Präsenzschulungsraum und dergleichen. Den, was wir quasi hier überwiegend machen bei Spedifort, das sind sogenannte Web-Based-Trainings. Das heißt, das sind Kurse, interaktive Kurse. Ich zeige mal einen her. Zum Beispiel hier unseren Kurs vom Anfänger zum Disponenten, die hier, sag ich mal, interaktive Schaltflächen drin haben, aber auch Videos, aber dann auch immer wieder Wissensfragen. Das sind sogenannte Web-Based Trainings, die quasi ohne Beisein des Trainers abgespielt werden können. Das ist auch das, was man so, sag ich mal, typisch aus der Fahrschule kennt mit Weiter- und Zurückschaltflächen. Aber wie man hier sieht, das Thema WPT-Trainings hat sich auch sehr, sehr stark weiterentwickelt. Und das ist vor allem das Medium, auf das wir hier setzen bei Spedifort, weil es funktioniert ohne Beisein des Trainers, vor allem um auch Schüler vielleicht vorzuqualifizieren oder eine Schulung nachzuhalten. Oder bei einer Schulung, da wo ich sage, okay, da brauche ich nicht unbedingt einen Trainer. Es gibt nämlich Schulungen, da macht unbedingt ein Trainer Sinn, auch in Präsenz oder in Webinarform. Aber es gibt auch Schulungen, wo ich sage, okay, da macht es jetzt nicht unbedingt Sinn, dass das jemand quasi vortont. Und deswegen setzen wir hier sehr stark auf WPT-Trainings. In unserem Beispiel haben wir ungefähr 100 Kurse aus WPT-Trainings zu verkaufen und ungefähr 1000 Kurse auf unserer Plattform. Was vor allem jetzt auch in der Corona-Pandemie oft war, ist das Thema Webinare. Ein Webinar ist nichts anderes, sage ich mal, im Prinzip wie eine Videokonferenz, nur dass die Teilnehmer nicht interagieren so stark als wie bei einer Konferenz, sondern dass hier klar geregelt ist, wer ist quasi der Trainer. Da kann man natürlich auch Umfragen machen, Bildschirm teilen, auch Fragen zulassen, auch den Kameramodus umstellen und dergleichen, sind aber immer gekoppelt an das Beisein des Trainers. Also ein Webinar ist wie eine Videokonferenz, wo der Trainer immer dabei ist. Der Vorteil ist, man kann auch direkt gleich auf Fragen eingehen, also gleich in der gleichen Sekunde. Der Nachteil ist halt, es ist halt immer
zeitlich sehr stark gebunden. Wenn der Trainer um 10 Uhr am Montagvormittag Zeit hat, muss auch der Student quasi auch am Montag um 10 Uhr Vormittag Zeit haben. Deswegen mischen wir sehr oft gern auch diese Art von Formaten und stellen quasi eine Webinar-Schnittstelle unseren Kunden zur Verfügung. Das andere Thema ist, wie schon vielleicht auch angedeutet, Videokonferenzen. Man kennt das, Skype, Zoom und dergleichen, sag ich mal, sind Konferenzen, die man zusammen abhält. Natürlich kann da auch ein Trainer sein, also der Übergang ist auch hier, sag ich mal, eher verschwimmend. Aber vom Tool her ist es quasi so, dass alle interagieren und alle quasi auf dem gleichen Niveau stehen. Nicht so wie beim Webinar, wo es typischerweise einen Vortragenden gibt und dann Teilnehmer. Ein anderer Begriff, der oft rumschwirrt, ist das Thema Blended Learning. Das ist ein Ansatz, den ich sehr begrüße. Mein Beispiel ist immer dieser Feuerwehrmann. Wenn mein Haus zu Hause brennen würde, würde ich gern von einem Feuerwehrmann gerettet werden, der nicht nur E-Learning aus Fortbildung gehabt hatte, sondern auch mal in Präsenz quasi auch den Feuerwehrschlauch in der Hand hatte und das trainiert hat, wie funktioniert das, ein Haus zu löschen. Wovon ich davon überzeugt bin, dass sämtliche Sicherheitsbestimmungen und, sag ich mal, gesetzliche Grundlagen dieser Feuerwehrmann, der schon eh viel Freizeit typischerweise opfert, nicht nur am Samstag diese Präsenzschulungen haben sollte, sondern auch gern mal, wenn schlecht Wetter ist, am Sonntag, dass er gewisse Sachen selber am PC oder am Handy oder am Tablet durchmachen kann. Also Blended Learning ist die sinnvolle Verknüpfung von verschiedenen Lernmethoden, Präsenz und E-Learning. Was es auch noch oft gibt, sind virtuelle Klassenzimmer, also Virtual Classrooms. Das, wie der Name schon sagt, man versucht, das Klassenzimmer sehr, sehr stark nachzubilden. Man hat von Lehrer auch mit verschiedensten digitalen Instrumenten und hat seine Schüler dazu. Ein Trend, was wir auch immer sehr stark bemerken, ist das Thema Micro-Learnings. Das heißt, ganz kleine Lern-Nuggets, die situationsgebunden vielleicht kommen und dafür nur 3-4 Minuten dauern. Also es gibt E-Learnings oder Trainings, die dauern eine Stunde, 1,5 Stunden, Tage und dergleichen. Die kann man auch oft miteinander verknüpfen. Oder es gibt auch so situationsgebundene Lern-Nuggets, wie zum Beispiel, wie verwende ich den Spanngurt, Langhebelratsche oder sonst irgendwas. Und dann nur dieses eine Thema und nicht den kompletten Kurs Ladungssicherung. Ich hoffe, ich habe hier mal eine kleine Übersicht geben können. Mir geht es in diesem Video vor allem darum, mal ein paar Begriffe, sage ich mal, zwischenmenschlich zu erklären und jetzt nicht wissenschaftlich zu beleuchten. Dafür gibt es zum Beispiel Wikipedia. Ich kann nur empfehlen, Wikipedia einmal aufzurufen und E-Learning reinzuschreiben. Da gibt es DIN A4 Seiten von Erklärungen dazu. Aber mir geht es mal darum, wenn Sie sich schon für das Thema E-Learning interessieren, und davon gehe ich aus, wenn Sie auf diesem Kanal sind, dass Sie mal, sage ich mal, so zwischenmenschlich ein paar Begriffe und ein paar Formen erklärt bekommen. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn Sie sich für das Thema interessieren, abonnieren Sie diesen Kanal oder schauen Sie sich andere Videos von uns an. Auch gerne hinterlassen Sie einen Kommentar, das hilft uns immer weiter, gibt uns auch Feedback für andere Videos. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und alles Gute, Ihr Andreas Rinhofer.